mission selection, a grid of missions, standard difficulty, selected and tiberal, gold medal and bonus objective complete. There are missions to the left, to the right. Press F1 for more. Okay, da ist es links und rechts. Nee, links ist... Ach so. Return to Midori, not yet complete and bonus objective not complete. There is a mission to the left. Okay, returning to Midori. Okay. Story screen. Antimony says it seems that somebody has got it out for you, but why? Gute Frage. Antimony says where should we start looking? Noch eine gute Frage. Elijah says before I became a demon I just went to work every day at Akana Fab. I hated my life, but no one wanted to kill me. Let's start with my first race. Okay. The terminal displays history, seeking. History, playback 10x. Welcome to Midori Raceway. I'm Jelly, your personal concierge. Hi Jelly. Yeah. Hi, are you going to place a bet or not? Sorry. It's my first time here. Can you recommend something? I'm a concierge, not a babysitter. The terminal continues to spew a massive and detailed log of Elijah's first interactions with Jelly. Finde ich irgendwie cool, dass wir das jetzt nochmal sehen. Es ist jetzt zwar nicht viel an Erinnerungen, die wir da kriegen, aber trotzdem, ist irgendwie lustig. Tatsächlich. Okay. Antimony says, so this is how the great Elijah Gale became a demon. Naja, also so great bin ich ja noch nicht. Entschuldigung bitte, ja, also das wollte ich nur mal... Elijah says tricked by a glorified chatbot. Schön. Antimony says if Jelly hadn't pushed you, you wouldn't have found your talent. Elijah says or been attacked by hired assassins. Antimony says or met me. Die flirtet ja doch mit uns. Die flirtet doch. Oder? Ich flirtet, ganz eindeutig. The terminal display is switching to standard time interface. Jelly. I smoked them all. Did you see it? I did. Not exactly the inferno of death I was hoping for. Happy to disappoint you. Danger. Data surge detected. Ah. What was that? What was what? Antimony says, wait, what was that? After the race. Go back. The terminal display is history, seeking. History, playback 1x. I did. Not exactly the inferno of death I was hoping for. Happy to disappoint you. Danger. Data surge detected. History, pause. Elijah says I remember that. It felt like someone scooped out my brain. Antimony says you left your port open. Someone hijacked the data you were delivering. Whoever owned that data probably thinks you stole it. Elijah says can we find out who? Das würde mich jetzt auch interessieren, wer sich da dran gehängt hat und gedacht hat, irgendwie, dass wir irgendwie Daten stehlen oder sonst irgendwas. Antimony says the data's gone, but we might be able to trace the hijack. Okay. Elijah says whatever it takes. Ja, so will ich das auch sehen. Antimony says you just need to recreate your movements in that original race. I could run a simulation off of them and track the hijacker down. Okay. Elijah says back to Midori Raceway, then. Ja, müssen wir dann wohl. Loading mission, boost is disabled for this mission, ah, ja. Mission objective, hit notes with 82% accuracy, bonus objective, don't miss any notes, worth 160 credits. Unloading, okay. Press enter to continue, or escape to go back. Das heißt, wir kriegen jetzt nochmal unseren ersten Move zu hören. Dot. Ja, so sieht's aus. Aber andere... Rhythmen. Ja, die Musik erweckt Erinnerungen, ne? Ist nur ein paar Videos her, das wir schon mal hatten. Ja.
Ach, ich bin doch. Wobei, das geht noch. Bronze Medal. Was? Silver Medal. Okay. Komm, gib mir die goldene auch noch. Ja, danke. Hui. Results: Mission complete. Gold medal earned 400 credits. Ja. Mission objective: hit notes with 82% accuracy. Scored 99.66% accuracy. Bonus objective: don't miss any notes. Complete. Press F1 for more details. Press Enter to continue. Wow, jetzt haben wir richtig Kohle gescheffelt gerade. Geil. Story screen. Elijah says, did it work? Antimony says, processing. Okay. The terminal displays activity traced to the Margrave. Antimony says, Anne, got him. There, look. The Margrave. So, so. Elijah says, I know that guy. Antimony says that guy is Tencent Hypernational Zabatsu Archive. I'll set up a meeting. But Elijah, let me handle him. Das sehen wir dann noch. Mission selection, a grid of missions, standard difficulty, selected return to Midori, gold medal and bonus objective complete. There are missions above to the left, to the right, press F1 for more. Ich möchte wissen, wie viel Geld wir jetzt haben. Upgrades. You have 1180 credits, vertical menu with 8 items, selected health stat point allocation 0 out of 4 points allocated to health. Okay. Increases your health pool. Cornering stat point allocation 0 out of 4 points allocated cornering to cornering. Haben wir auch nicht. Reduces top speed stat point allocation 3 out of 4 points allocated to top speed. Increases your top speed. Okay. This is best. Health passive item. Purchase a stat point for 1400 credits. You currently have 6 stat points and 1180 okay, credits. Wir brauchen noch 300 credits. Okay. Dann warten wir noch ein bisschen ab, dann können wir uns den nächsten stat point kaufen. Und den schmeißen wir dann auf Topspeed. Dot. Okay. Wo haben wir denn jetzt eine Mission? Hard bargain, not yet complete and bonus objective not complete. There is return to middle, a visit to the doctor, not yet complete and bonus objective. Oh, da haben wir noch mal. Ich hab wieder mal Missions. Ich hab wieder mal Missions vergessen. Aber jetzt machen wir erstmal die Geschichte bargain, hier weiter. Hard bargain. Not yet complete and bonus objective not complete. There is a story screen. The terminal displays connecting to the Margrave. Accepted. Elijah says you hijacked my data, you bug-infested malware. Okay, das war eine richtig krasse Beleidigung und vor allen Dingen erinnere ich mich, sie wollte doch eigentlich das Ganze handeln. Ja, das hätten wir jetzt gerade voll erfolgreich torpediert, ne? The Margrave says, Elijah, always a pleasure. How can the Margrave ease your distress? Elijah says, people are trying to kill me. What have you done with it? Antimony says, I thought we agreed that I would handle this. Na, du hast das gesagt. Ich habe noch keine Zustimmung gegeben. Zumindest habe ich keine gelesen. The Margrave says if you are referring to the data that fell off the back of your rig, it was worthless. The Margrave says I couldn't crack the encryption. I've been using it to test my collection of vintage compression algorithms. Elijah says if it's worthless, give it back. Ja, würde ich auch sagen. The Margrave says I said it was worthless, darling. But from the way you burst in here like a horny love droid, I'm thinking it might just have become quite valuable. Like a horny love? Wie ein liebestoller Liebesdroide. Ich möchte jetzt kein anderes Wort benutzen. Horny, naja, ihr wisst ja, ne? Also von daher. Elijah says I'll. Antimony says how much?
The Margrave says three contracts, all in the tract. Okay, das heißt drei Verträge, aber alle aus demselben Pool. Also es ist drei Contracts in einem Rutsch sozusagen. Also in der Tract. Ja, also halt in einem Komplex. Also diese drei Verträge, Contracts gehören zusammen. Das ist damit wohl. Antimony says two. Zwei. Okay. The Margrave says done. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zwei Verträge müssen wir erfüllen. Oh je. Na dann. The terminal display is disconnected. Elijah says the tract. Should I be worried? Antimony says maybe. It's a quantum server. The complexity of the encoding causes hallucinations. Demons have been known to go crazy in there. Ach, das ist ja nett, vielen Dank. Prima, warum habe ich eigentlich gefragt? Man wird also verrückt dabei, man hat Halluzinationen, das finde ich ganz toll, klasse. Wie machen wir das? Elijah says I feel like I'm going crazy out here. Antimony conjures up the image of a glowing green gem on the terminal. Ein Edelstein, ja, und? Antimony says you can restore your sanity by collecting these. Okay. Antimony says they will appear on the track when you use speed boost in locations that correspond to the sequence. Good luck. Das heißt also, ich muss immer schauen, dass ich keine Kurvenstraßen, Strecken erwische, sondern immer nur gerade Strecken, immer gleich den Boost einsetze, damit ich dann diese Dinger sammeln kann, um keine Halluzinationen zu bekommen. Wie auch immer die sich auswirken werden. Das ist eine. Loading mission, mission objective, finish within 1 minute 46 seconds, oh Gott. Bonus objective, collect 20 recovery items, worth 80 credits. Unloading. Press enter to continue, or escape to go back. Moment. Mission selection, a grid of missions, standard difficulty, select Hallo, upgrade, ich möchte passive item selected powerful boost. Powerful equipped. Boost, equipped, danke. Das ist mir dann doch lieber. So. Was mache ich denn? Health stat point allocation 0 out, cornering stat point, top speed stat point allocation 3 out, acceleration stat point allocation 3 out of 4 points allocated to acceleration. Okay, increases das müssen wir erstmal lassen. Na gut, dann los. Story screen. Ja, wir haben es ja schon gesehen. Mission objective, finish within 1 minute 46 seconds. Bonus objective, collect 20 recovery items. Yep. Dot. Okay, versuchen wir's. Eben genau diese Dinger dürfen wir nicht erwischen. Wir müssen schauen, ob wir gerade Sachen erwischen. Genau so eine. Aber das ist natürlich, dass wir noch richtig geladen sind. Power Max. Oh, das sind die Halluzinationen. Na toll. Da waren keine. Bronze Medal Pace. Töne werden undeutlicher. Silver Medal Pace. Power Max. Okay, wir haben wieder ein paar Edelsteine eingesammelt. Gold Medal Pace. Ich fürchte aber, wir werden keine 20 Items einsammeln. Dafür habe ich mich schon zu doof angestellt am Anfang. Power Max. Und schon wieder. Schon wieder keine. Irgendwas mache ich falsch. Power Max. Oh, verdammt. Ich sage, irgendwas mache ich falsch.
Power Max. Hä, wo sind die denn? Wo sind die denn? Ich hab die überhaupt nicht mitbekommen. Result: Mission complete, gold medal and 240 credits. Mission objective: finish within 1 minute 46 seconds. Bonus objective: collect 20 recovery items. Not complete. Ja, das war klar. For more details press enter to continue. Das war vollkommen klar. Mission selection: a grid of mission. Wie viel haben wir denn jetzt? You have 1420 credits vertical menu with 8 okay. items. Purchase a stat point for 1400 credits. You can purchase a point for 1000 yep. purchased. You currently have 7 stat points and 20 credits. Oh Gott. Health cornering stat, top speed stat point so. Allocation 3 out of 4 points out allocated 4 out of 4 possible points in top speed. So, jetzt haben wir alle Punkte auf top speed gesetzt. Dot. Okay. Wo ist die nächste Mission? Virtual Insanity, not yet complete and bonus objective not complete. Okay, virtual. There are missions below to the left. Genau, da. So. Story screen. Elijah says I still think we could have negotiated the Margrave down more. Naja, weiß ich nicht. Antimony says using your cunning strategy of shouting angrily. Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Ich war ein bisschen wütend und ich war ein bisschen sauer und hab die Kontrolle verloren. Es tut mir leid. Elijah says that was just my opening move. I had him right where I wanted him. Ach so, ja, gut, so kann man das natürlich auch. Ja, da hast du natürlich recht. Entschuldigung, also... Antimony says, okay, Mr. Dealmaker. Let's concentrate on keeping you sane. Die flirtet doch! Loading mission. Mission objective. Finish within 1 minute 47 seconds. Bonus objective. Collect 20 recovery items. Worth 80 credits. Unloading. Press enter to continue or escape to go back. Na dann. Dot. Ich finde den Soundtrack halt so stark. Habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Aber ich sag's auch gerne immer wieder. Das ist so ein genialer Soundtrack. Power Max. Und schon wieder keine. Bronze Medal Pace. Silver Medal Pace. Power Max. Fuck. Nee. Pause Menu 100. Restart. Restart. Bitte restart. Es muss doch irgendwie zum Schaffen sein, diese Dinger zu finden. Power Max. Oh, schon wieder keine. Bronze Medal Pace. Silver Medal Pace. Wo sind die denn? Pause Menu 126% okay. Speed. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die sein sollen. Ich habe gerade das Problem, ich weiß einfach nicht, wo diese Gems liegen sollen. Along the sequence. Aber was heißt das? Das hat ja fast gar keinen Wert, das zu machen, wenn ich die ganze Zeit die Dinge immer verfehle. Mist. Restart. Restart, noch einmal.
Oder brauche ich dann ein anderes Item dafür? Power statt Mac. Diesem Boost. Okay, das war wieder falsch. Nee, Leute. Nee. Quit. Mission selection. Agreed. Upgrades. You passive item selection selected. Powerful boosts equipped level 3 out of 4. Selected mind tap 0.125 sec boost power leached from nearby rivals. Press enter to purchase this. Selected numbing module 10% reduced damage from missing notes 10% reduced. No item selected. Press enter to equip. Selected mental gymnastics. Evade missing a note 32 second cooldown. Press enter to purchase this item for selected hyperdrift extend level 1 out of 4. 4% increased hyperdrift duration. Press enter to equip this item. Das ist Hyperdrift, haben wir keinen. Selected Damage Shield Level 2 out of 4. Nee. Selected Powerful Boosts equipped. Okay, dann weiß ich gerade nicht, wie ich diesen. Nicht diesen Boost tatsächlich. Also diese Gems kriegen soll. Ich hatte auch im letzten Teil, also im letzten Ding hatte ich schon Schwierigkeiten. Vielleicht weiß da jemand mehr, wie man das am besten macht. Ich weiß es gerade nicht. Ist es natürlich jetzt doof. Ich probiere es noch einmal. Loading mission, mission objective, finish within 1 minute 47 seconds, bonus objective, collect 20 recovery items, recovery worth 80 credits. Unloading. Press enter to continue, or escape to go back. Okay. Dot. 100% speed. Pause menu 129% speed. Ach, das ist F3 ist auch Pause Menu. Ich habe noch mal ein bisschen probiert. Restart. Quit. Resume. Okay. Oh. Ach, F5 ist Restart. Okay. Gut zu wissen. Ich probiere gerade die Tasten alle durch. Entschuldigung. Umständlich auf Escape. Bronze Medal paid. Verdammt, schon wieder falsch. Silver Medal paid. Mist! Nee. Bronze Medal Pace. Nee, das hat keinen Wert. Das hat einfach keinen Wert. Wenn ich diese Items nicht finde. Kann höchstens noch probieren zu steuern. Nee. Bronze Medal Pace. Power Max. Was sind die denn? Verdammt! Silver Medal Pace.
Power Max. Nee, Leute, 172% Speed. Sorry, das hat keinen Wert. Das hat keinen Wert. Ich verstehe nicht, wo diese Items liegen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich mache mal ganz kurz eine Pause. Hoffe, dass solange meine Aufnahme hält. Beziehungsweise mache ich hier kurz mal Stopp. Und versuche es dann im nächsten Video noch einmal. Wenn ich weiß, wie das Ganze funktionieren soll. Okay. Dann bis demnächst. Tschüss, ciao und bye bye.